Klein aber, oho, ohne Insekten würde unsere Umwelt gehörig ins Wanken geraten. Bestäuben sie doch unsere Pflanzen, reinigen Gewässer und dienen anderen Tieren als Futter. Das Problem: in den letzten fast 3 Jahrzehnten ist die Masse der Insekten in Deutschland um rund 76% geschrumpft. Darum fordert Bundesumweltministerin Schulze nun umfangreiche Maßnahmen, um dem Sterben ein Ende zu setzen. Das geht am besten darüber, dass man den Lebensraum für Insekten wieder schafft, dass es mehr Blühstreifen gibt, dass die Landschaft einfach mehr Futter für Insekten hergibt. Die zweite eben, wie wir mit Pflanzenschutzmitteln umgehen. Die sollen zum Schutz der Insekten deutlich weniger zum Einsatz kommen. Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat gar ganz verboten werden. Naturschützer sind dennoch skeptisch. Jetzt müssen wir erst mal sehen, ob das tatsächlich durchgesetzt wird. Da gibt es ja erhebliche Widerstände seitens des Bauernverbandes und auch durch die große Industrie. Ganz besonders sind Bienen von dem Massensterben betroffen. Pestizide, Monokulturen, aber auch Milben machen ihnen schwer zu schaffen. Die Zahl der fleißigen Arbeiter in Deutschland wieder erhöhen will Dieter Schimanski. Der Hobbyimker kauft und vermietet dann ganze Bienenvölker. Für die Kunden gibt es den Honig und der Vorteil für die Umwelt: jedes Bienenvolk, was ein Unternehmen bei uns mietet, ist ein neues Bienenvolk für Deutschland. Und jedes Bienenvolk bestäubt im Jahr mehrere 100 Millionen Blüten, also eine unfassbare Zahl an Blüten. Und das soll am Ende schließlich wieder allen zugutekommen. Sorgen doch maßgeblich die Bienen so für ein gesundes Ökosystem. Die Alternative ist in China bereits Realität. Dort bestäuben Menschen die Blüten von Hand.